So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18 Karriere. Schön, dass ihr dabei seid wieder. Heute mit dem nächsten Spiel gegen die, gegen Rumänien. Und ja. Na, mal gucken, ob wir da irgendwas groß machen. Nein, natürlich nicht, Ben. Okay, los geht's mit der Schweiz gegen die Rumänien, der Weltmeister trifft auf das punktlose Schlusslicht. Europameisterschaft, Qualifikation, Spiel 3. Heute mal auswärts. Ich denke, die Mannschaft sollte so unverändert bleiben können. Ich wundere mich, wo mein Stick irgendwo ist. Dass ich hier den Kram mal auf die Festplatte ranziehen kann. Ja. Auf geht's. Spiel Nummer 3 steht heute an. Wenn wir hier 3 Punkte holen, dann sind wir wieder voll absolut im Soll in der Gruppe. Und dann tun wir den Franzosen schon mal weh. Renato Steffen. Hey, schade. Erster Versuch. Aber Abstoß der Ball von Stocker. Geht ein bisschen übers Tor. Ja, okay, das war zu klar, dass ich irgendwie den Schritt zurückgehen werde. Ball verloren der Schweiz. Blöder Fehler in der Vorwärtsbewegung. Und jetzt versucht Rumänien mal ein bisschen zu kombinieren, aber auch die machen hier einen Fehler. Steffen. Und eigentlich war der weg. Latte. Und jetzt. Ich weiß nicht, was er da versucht hat. Aber der Ball. Kein Problem für den Torhüter. Stocker. Embolo. Embolo! Na also, geht doch. Was der ist, die nächste Chance. Und dann die Flanke. Ah, scheiße. Ah, okay, warum nicht? Wollen wir mal probieren. Und Akanji ohne Probleme. Oh, der ist nicht schlecht, der Ball. Steffen, der ist ja wahnsinnig schnell. Und hat hier die nächste Chance. Aber wieder. Ja. Na? Rumänien probiert's mal! Aber der Ball geht vorbei im Tor. Okay. Shaqiri. Ja, Rumänien, rumänischen Fans pfeifen alles aus, was hier in Weiß am Ball ist. Akanji, der eigentlich Linksverteidiger spielt, aber na, die Flanke zu war, viel zu nah ans Tor. Kein Problem da für den Torhüter. Und Renato Steffen, der kann jetzt Embolo mal schicken. Der kann sich da ohne Probleme durchsetzen. Embolo, jawohl. 0:1. Bre Embolo mit der Nummer 36 trifft hier zum 1:0 für die Gäste. Aber schöner Ball, Steffen. Und dann setzt er sich jetzt mit seiner Geschwindigkeit durch. Und legt den Ball hinten
ins Tor. 37. Minute 0:1. So, weiter geht die Reise hier. Ah, kein Foul, sagt der Schiri da. Und der Ball kommt überhaupt nicht an. Stocker. Ja, Stocker! Kann sich durch, jetzt ist schon zwei vorbei. Stocker! Der dritte war zu viel. Und Sophie! Mal drüber. Ja, auch mal aus der Distanz probieren. Weiter so. Na. Da wollte ich irgendwie den Ball rein, aber klappt nicht. Okay. Ja, 0:1 der Halbzeitstand. Und ja, wir schauen, was dann die zweite Halbzeit so bringt. Na. Ich will jetzt probieren. Ja, ja. Einfach mal probieren. Und gut gelöst da. Ach, schöner Ball, Shaqiri. Shaqiri! Und der wurde von der Linie gekratzt. Eieiei, war so schlecht gar nicht gemacht. Und ja, gut, der Ball für Joker. Der ist geklärt. Und probieren! Wieder eine Chance. Das sind jetzt ein paar Schocks, die der FC, die Schweizer haben, aber nicht nur, aber sie führen, wie gesagt, ziemlich verdient mit 1:0. Und man hat auch eigentlich diese drei Punkte hier eingeplant, tatsächlich. Aber, wie gesagt, zwischen einem Plan und tatsächlich erreichen, liegen immer noch Welten. Also weiter konzentriert hier das Ende der Partie angehen. Es sind jetzt so gute 30 Minuten. Und dann, ja. Weil auch die Rumänen haben noch Möglichkeiten, hier was zu holen. Ich stehe nämlich, wie gesagt, nur 0:1. Guter Ball, der holt er sich. Ja, aber er geht auf Embolo. Embolo! Er kann nicht viel machen. Da passt der Keeper erst auf und dann auch der Verteidiger, der den Ball dann am Ende noch klärt. Das könnte Gelb geben. So. Hat er, ja. Jetzt hat er. Und es gibt die nächste Karte direkt hinterher. Ja, ja. Und jetzt gibt es das Gelb, erste Mal Jaka. Da ist er, der obligatorische gelbe Karte sieht. Und jetzt geht Stocker vom Platz. Und ja, Shaqiri kann sich erstmal durchsetzen und dann spielt er den Ball auf den Verteidiger Zuba. Zuba, nicht das 2:0. Und Fabian Frey war unser Zweiter, der die gelbe Karte gesehen hat. Die ist gerade oben links angeblendet noch. Shaqiri. Ah, Ballverlust. Ja, sie versuchen es immer weiter noch nachzusetzen. Ist ja nicht so, dass die Schweizer sagen, okay, wir sind mit dem Einzel zufrieden, wir sehen jetzt hier zurück. Nein, nein, sie probieren es weiterhin. Okay, das war. Apropos Schweiz, ja, wie gesagt, circa 3 Wochen noch
ziemlich genau 3 Wochen, wenn diese Folge rauskommt, werde ich mich mal für 4 Tage verabschieden aus Deutschland, wird mal wieder die Schweiz besuchen. Das heißt, es werden wieder Projekte vorbereitet werden müssen. Deswegen. Ja, der Ball ist weg. Aber wie gesagt, es sind noch gute 3 Wochen noch. So. Nochmal ein Wechsel bei den Schweizern. Lang raus und Lichtscheiner neu in die Mannschaft. Kriegt dann abgelaufen. Ja, Emolo kriegt einen abgelaufen und macht das 2-0. Dafür ist er sehr, sehr schnell. Und dann nutzt er hier, dann macht das 2-0 mit dem Doppelpack. Die Gäste holen wahrscheinlich hier den 3. Sieg in Folge und die Rumänen kriegen die 3. Niederlage in Folge. Ja, jetzt sieht es ja doch ein bisschen anders aus. Ein bisschen komfortabler aus, vor allen Dingen. Na, den hätte auch richtig laufen lassen können. Aber okay, 2-0, der Endstand. Ja, durch den Doppelpack von Embolo und wie gesagt, das Ding war mehr als verdient. Anderes Spiel, Griechenland gegen Wales 2-1. Auch die Waliser mit einer nächsten Niederlage. Mit der 2. insgesamt. So, das nächste Spiel für uns geht gegen die Polen und das ist schon das absolute Topspiel in der Gruppe. Wie gesagt, es ist das erste Jahr gegen den 2. Und ob wie wir das Moment, ich habe doch 3 Nachrichten. Wie soll ich das gerade jetzt irgendwie machen? Keine Chaka, das war mir klar. Für so eine unnötige Aktion, ne. Aber okay, Gelb war absolut richtig. Gut, ja, bevor wir das nächste Spiel gegen die Polen angehen, würde ich sagen, machen wir hier Feierabend und sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play FIFA 18 Karriere. Und ja, dann hoffen wir mal, dass wir hier auch wieder 3 Punkte holen, ne? Bis dahin und auf Wiedersehen.